Willkommen zurück zu Ape Escape 2. Guck mal. Sonic Speed. Wir haben neuen Asika. Wir haben sogar zwei neue Asikas bekommen. Einmal den super schnellen. Der blaue Affe und Sonic the Hedgehog werden stolz auf uns. Dass wir den jetzt hier verwenden. Und wir haben ein Sushi bekommen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Sushi. Der Sushi Asika hat den Vorteil, dass man eben halt die Affen ein bisschen trollen kann und einfach, ja, der Ästhetik wegen kann man den halt schon verwenden, weil es einfach so lächerlich ist. Ist schon cool. Ich werde den Sushi Asika aber erst verwenden, wenn wir Backtracking machen und die Affen in den alten Leveln einfangen. Also so lange, bis wir, noch nicht jedes Level einmal gesehen haben, wenn ich jetzt hier den schnellen Asika verwende. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Legen wir los. Mit Panic Pyramids. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt hier die Thermalquelle. Falsch gedacht. Die Ägyptenwelt kommt. Die habe ich sehr geil in Erinnerung. Aber diese Stage war auch sehr schwer. Viele Rätsel, viele Gefahren. Und naja, Affen sind gut versteckt hier. Bum, 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 bum. Das klingt so ein bisschen wie bei Worms 4, der Track. Da gibt es ja auch Ägyptenwelt. Okay. Wow, 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 wow. Was haben sie hier mit der Textur gemacht? Die haben sie aber nicht verbessert. Das sieht wirklich aus wie auf der PlayStation 2. Macht ja nichts. Fällt mir nur auf. Mann, hör auf, mit Stein zu werfen. So. Piss. Ja, du hast mich auch richtig angepisst. Piss. Verpiss dich. Oh, Mann. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Stein. Ein The Legend of Zelda Rätsel. Den können wir hier drauf schieben und den anderen Schalter können wir aktivieren, indem wir jetzt die Asika draufstellen. Ganz einfache Kiste. Und dann können wir da rein. Machen wir das mal. Ja, man sollte nie so eine Pyramide betreten, denn das ist sehr gefährlich. Oh Gott. Ja. Schöne Jump'n'Run-Passagen. Na, da warten wir lieber ab. Oh Gott. Der Abgrund, der kennt auch keine Gnade, ey. Wir müssen wirklich jeden Sprung hier überdenken. Oh Gott. Das ist alles so knapp im Messen. Ich soll wirklich immer den Propeller benutzen. Hm. Und jetzt? Ah, da ist noch eine Plattform, wollte ich gerade sagen. Da komme ich doch nie sonst rüber. Du, 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 du. Wart ihr schon mal in der Pyramide drinne? In Ägypten? Sollte ja heute immer noch Gefahren drin geben in den ganzen Pyramiden, ne? Das war früher halt wirklich Standard, dass man ehemals die Pharaos, die ehemals dann eingewickelt waren in so einer Mumie, in Bandagen, dass man die ehemals gesaved hat, dass es keine Grabschändung gab. Die Pharaos, die waren ja heilig im alten Ägypten. Das war der Sinn dahinter, hinter den ganzen Fallen. Und ich glaube, die Pharaos, die haben auch noch Schätze quasi behalten. So irgendwie Artefakte, die die ausgezeichnet haben, die haben die noch umbehalten. Bedeutet, Diebe könnten geil drauf werden, diese Schätze zu plündern. Und deswegen hat man das eben halt abgesichert im alten Ägypten mit diesen ganzen Fallen in den Pyramiden. Der Affe war übrigens ziemlich stark. Kleine Geschichtsunterrichtsstunde gerade. Muss ich einfach sagen, weil ich finde das sehr interessant, das alte Ägypten. So, bringt das irgendwas, wenn wir da hingehen? Nee, das scheint nicht zu sein. Ja gut. Takeshis Castle. Von den Steinen ausweichen, ey. Können wir auch mit dem Sprintreifen machen. Ein bisschen einfacher dann. Ah! Da geht's ja auch noch hoch, ne? Aber hier ist bestimmt auch irgendwas. Du Schwein! Na, Schwein meinte ich eigentlich nicht mal. Ja, da hinten geht's weiter, aber was ist hier? Ah, ein Feuerspucker. Take this and die! Slim, Slim Shady. Old Slim Shady, ey. Aha. Wieder ein Rätsel. Mal schauen. Aufpassen. Oh, schnell weg hier, ey. Oh, da ist ein Schokoladenkeks. Die wurden in Ape Escape 2
neu eingeführt. Die Schokoladenkekse heilen, glaube ich, 3 Punkte wieder auf. Also ein Schokoladenkeks ist genauso viel wert wie 3 normale. Ich glaube, das war so. Werden wir gleich herausfinden. Sind ja sehr angeschlagen. Nicht angeschlagen genug, ne? Oh, die Steuerung, ey. Ja, eben SKP vorher gespielt, das ist so komisch dann. Ach ja, den Schalter müssen wir auch noch betätigen. Nein, hör auf zu schießen. Hör auf damit. Das ist nicht sehr nett. Alter, er kann mich hier in den Abgrund schießen, wenn er richtig aimt. Wenn ich falsch stehe. Yo, Stein hat er auch noch, ne? Ey, er hat eine richtig fette Gun. Benutzt aber lieber die alten Steine. Lieber die primitiven Mittel. Was ist das denn für einer, ey? Yeah. Ja, 3 Kekse. Ach, die Pfeile kann man auch zerstören. War eben dumm, die zu zerstören. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht, weil die haben mir Deckung gegeben. Jeder Shooter-Veteran weiß, dass Deckung sehr wichtig ist. Ey, Quatsch. Ich spiele ja keinen Shooter, aber trotzdem. Ja, Mann, da kann man nichts machen. Du wirst getroffen. Oh Gott, was? Wie soll ich denn da rüberkommen? Bitte was? Alter, wenn der mir jetzt entgegenkommen würde, würde mich einmal runterboxen hier. Dann dürfte ich alles normal machen. Oh, ich bin viel zu hastig. Machen wir es so. Ist aber cool gewesen, ne? Richtiger Adrenalinkick hier. So muss das sein. Oh, Pyramide, Mann. Du schmeißt mich nicht in den Abgrund, mein Freund. So, Chimpette. Schien wohl ein weiblicher Affe zu sein. Chimpette ist ganz schön fett. Eigentlich heißt sie Jeanette. Und ihr Lieblingsessen ist das Baguette. So. 2 Schweine. Aus dem Weg, Mann. Oh, Munition für die Zwille. Warum kriege ich hier so viel Zwillenmunition? Ich brauche das nicht unbedingt. Ach, wir sind durch. Oh. What? Jetzt sind wir hier oben? Kann ich von hier oben irgendwas erreichen, wo ich nur von hier hochkomme? Ich denke nicht. Nee. Hm. Aber ich kann mir diesen Block zurechtschieben. So dass ich tatsächlich auf diese Säule hier drauf komme. Ah, schöne, gute alte Zelda-Rätsel. Ja. So müsste es funktionieren. Und wenn ich jetzt hier auf der Säule drauf bin, dann komme ich hier drauf. Aber was bringt das nochmal? Ah, das ist nur ein Affe. Naja, gut. Früher oder später müssen wir den sowieso fangen, ne? Alter, oh, Bibocchi, du bist der beste Mann, ey. Beste Affe. Oh, wie er mich gesaved hat. Wollte ich gerade ausrasten. Ich hätte dann nochmal alles nochmal von vorne machen müssen. Stu, ey. Der wollte es wissen. Das ist so cool gemacht. Ja, da sind wir rausgekommen aus dem Mund. Ah, das ist. Ah, nice Pings, ey. Echt sehr liebevoll gemacht. Kann man nicht anders sagen. Du, 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 du. Hier ist eine 5er-Coin, die ich nicht bekomme. Ist auch egal. So. Oh, ich dachte, hier wäre noch ein Affe. Ne. Okay, das war jetzt nur für einen einzigen Affen. Sonst kann man da oben nichts erreichen. Gut zu wissen. Dann müssen wir wohl hier hoch. Und dafür brauchen wir einen Sprintreifen, I guess. Ja, schon. Ist hier eigentlich auch hoch? Nee. Aber hier. Jetzt frage ich mich, ob ich da hochkomme. Es geht bestimmt von einer anderen Seite oder von innen irgendwo. Ey! Der tauntet! Hör auf zu taunten, ey! Tauntet, da war nichts drauf. Oh! Oh! Oh mein Gott! Bin jetzt da! Holt mich hier raus! Du Scheiße, hier bricht der ganze Boden weg. Muss mal restauriert werden, ne? Es ist nicht mehr hier alles so richtig, wie es sein soll, ne?
Schon mal bessere Tage gesehen, der Boden der Pyramide. Ich weiß nicht, ob man da instant stirbt oder ob da ein Geheimweg sogar ist. Ich weiß es einfach nicht mehr. Back dir einen Keks. Beiß die Ecken ab. Ach, hier ist ein Affe. Gar nicht gesehen, ne? Und ein Wasserabschnitt. Das ist so ein Wissenschaftler und der hat so eine primitive Waffe wie einen Speer. Und Steine, ey. Das sind mir die richtigen, ey. So, tschüss, Mann. Roberts! Ich würde erstmal interessieren, was hier überhaupt ist. Hier geht's einfach weiter. Gucken wir erstmal hier unten dann. Ist das nur, wenn man da runterfällt? Ein Bodenplatten oder ist es wieder ein geheimer Abschnitt? Bin gespannt. Das ist ein geheimer Abschnitt, Leute. Hab ich dich! Gotcha! Nur ein Affen. Das war der Stevie. Stevie Wonder. Ach so, das ist wichtig? Was? Oh Gott, das muss man sogar aktivieren. Ach du Scheiße. Muss man sich richtig beeilen. Oh, schöne Kameraführung. Gefällt mir. Ja, da. Es kann auch schon wieder nichts mehr werden. Da muss man sich richtig beeilen. Und was mache ich? Ich beeile mich einfach nicht. Ah, da hätte ich schon im Vornherein den Arsika draufstellen müssen. Aber wir haben ja den Tempo-Arsika, der ein bisschen schneller ist. Fast Racing Neo. Yes. Let's go. Jetzt kann ich den Spritreifen verwenden. Das mache ich auch. Dann schaffe ich es auf jeden Fall noch. Eine Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war der übelste Omega-Lul-Fail. Und ich wollte mich gerade freuen. Ey, ich bin ja auf der anderen Seite. Ja, schön. Bringt dir aber nichts. Oder kann ich hier mit... Kann ich hier mit 200 IQ mit der Zwille das abschießen? Nein, natürlich nicht. Oh mein Gott, das ist... Nein, so ein Fail, das passiert wirklich nur mir, ohne Witz. Unglaublich, unglaublich, Leute. Einfach nur unglaublich. Ist das so eine kleine Nische und ich donner gegen meinen eigenen Arsika. Ja moin, sag ich nur, ja moin. Alter, oh mein Gott, das ist niemand passiert außer mir. Niemand, das kann ich euch garantieren. Würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Oh mein Gott. Omega Lul Fail. Der extra Klasse. Oh je, oh je, oh je, Mini. Oh Gottes Willen. Ey. Oh mein Gott. Oh, ich hab mich wieder bis auf die Knochen blamiert, ey. Zum Glück lade ich solche Sachen ja nicht hoch auf YouTube oder sowas, dass Leute sehen könnten, ne? Ah, was ist das für ein Scheiß hier? Oh! Die gehen runter, ne? Das Zeitlimit ist aber großzügig. Wir brauchen doch nur einen Affen, Mann. Was soll das hier? Ach, Captain Obvious. Wir sichern uns mal auch noch ab mit dem Propeller. Aber ich brauche nicht mal jumpen, ne? Ah, das meint er wahrscheinlich. Ist ein bisschen tricky. Prince Tricky. Hat ein bisschen was von Mario 3D Land. Ist auch sowas. Hallo, kommt da mal wieder eine? Danke.
Oh Mann, er springt, als hätte er einen Stock im Arsch! Diese Sprungphysik in dem Spiel ist so dumm. Manchmal. Der springt, als hätte er einen Stock im Arsch, Leute. Was ist das? Machen wir es halt so. Spring ich halt von hier ab, dann komme ich auf jeden Fall nicht an diese Stacheln ran. 200 IQ, Leute. Ja, ja. Die Pyramiden. Die alten Ägypter. Die fucken mich heute ab. Das kann ich euch aber wirklich garantieren. Aha. Oh, scheiße. Ich habe mir das vorher nicht angeguckt. Jetzt wäre ich hier runtergeschoben, oder was? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, danke. Danke, danke, danke. Reset Camera. Nein, ich will mich erstmal umschauen. Sag mal, es fehlt auch nur ein Apfel. Was ist das hier? Und diese Plattform, die können wir später löschen. Aber das Gadget haben wir noch nicht dafür. Das gibt's erst in der Piratenwelt. Da, du bist mein Letzter. Du bist auf jeden Fall nicht das Letzte. Das Letzte bist du. Das Allerletzte. Ein Boxer, der mit Steinen wirft. Das ist ja ein toller Boxer, ey. Das war's. Gotcha, Eric. Ich bin so gut. Nein, bin ich nicht. Ich hab mich auf die Klauen barmiert, Mann. Kann man nur so schlecht sein. Rote Affe? The show must go on. Nee, weiße Affe. Weiße Affe. Ja, den gibt's ja auch noch. Oh mein Gott, den hab ich voll vergessen, Leute. Den hab ich ja voll vergessen. OMG. Oh. This little guy's so friendly with you. He's found to be a great source of data on humans. Bimbo. So we're going to borrow him for a while. Why, you, what are you doing without Pitachi? Give him back! I don't think so. If you want him back, you'll have to beat me first. But that won't be possible unless you can stop the Mecha Hikaru that we constructed based on your data. I am so clever. Now, where did I put that switch? Switch? Oh, there you are. Ready? Go! Go! Let's go. Ja, ist auf. Ikao ist so ein Lappen, ne? Er ist echt auf den ältesten Trick der Welt reingefallen. Ey, guck doch mal. Und er guckt wirklich und dann kommt der rote Affe und klaut Pipocci. Na super. Ich glaube, der Kampf gegen den weißen Affen war sogar relativ schwierig. Ihr merkt schon, ist so ein verrückter Wissenschaftler. Ach, Sika brauchen wir nicht. Ah, okay, der macht so einen Laserstrahl und dann kann man von hinten angreifen vielleicht. Ja, sieht so aus. Da muss man nur schneller sein. Ah, der hat alle Sachen, die wir auch haben. Laserschwert. Das ist quasi dann, die Zwille. Ist aber leicht bislang. Das war schon. Ah so, jetzt können wir den angreifen, den weißen Affen. Hey, ich hab das voll schwer in Erinnerung. Ich glaube, es ist gar nicht so hart. Mal gucken. Nicht den Tag vor dem Abend loben. Ah, das ist halt echt einfach. Ah. Er gibt noch nicht auf, oder was? Doch. Jetzt können wir wieder angreifen. Zack. Wieder ein Treffer. Ah, er ist immer noch blau, Leute. Bestimmt noch eine andere Phase oder so. Kann ich mir sonst nicht vorstellen. Jetzt holt er sein Laserschwert raus. Das ist ja richtig lame. Langsam und... ja. Weiß nicht. Auch nicht so gute Reichweite, ne? Sind die Schüsse heftiger. Weil die auch zu langsam sind. Generell, die ganze Maschine sackt. Seine Maschine in Apescape 3 ist ein bisschen heftiger. Hat er nicht einen Roboterdrachen gebaut. Oh nein, 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 nein. Jetzt wird's eklig. Ich sehe ja schon. Jo, alles klar. Alles klar.
Oh mein Gott, ist doch ein bisschen glücksabhängig, oder? Dass der uns jetzt nicht erwischt hat, das ist, grenzt ja schon an ein Wunder. Das war wirklich gefährlich. Muss ich ja zugeben. Oh, jetzt wirft er auch noch mit Bomben oder was? Mit Raketen. Der ist quasi ein besserer grüner Affe. Weil er hat ja auch dieses Nachtsichtgerät und alles. Hö, der Propeller. Was will er denn damit machen? Hau ich jetzt selber einen Propeller? Nö. Hä? Kommt eine kleine Schockwelle in der Hund. Das ist alles. Wie schlecht. Leute, das ist ja richtig bad. Okay, der Propeller ist das Lächerlichste. Help me! Geht aber viel aus. Schaffen wir es ohne Gegentreffer? Das wäre cool. Damit wäre es offiziell der leichteste Boss. Ah, jetzt kommt der volle Sprintreifen. Ich glaube, der geht aber immer in die Routen ab, die wir abgehen. Kann das sein? Take this! Oh yes! Nicht oh no, oh yes! Show me your moves! Yes! Oh, Laserschwert. Nee, Propeller. Probier's doch! Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Oh yes! Er ist schon rot. Er ist gleich besiegt. Das war's schon. Jo, er verrät erstmal seine Pläne. Alles klar. Und wir haben ihn! Den weißen Affen. Der gelbe Affe ist ja auch immer noch draußen. Nicht vergessen, ne? Den können wir ja nicht fangen. Der ist ja escaped. Und will irgendwann tatsächlich noch eine Revanche. Ja, immer mit der Ruhe, Mann. Immerhin. Wir haben den weißen Affen. Oh, als nächstes kommt die Piratenwelt. Die habe ich gemocht. Lethargie-Laser. Ich glaube, der will die gesamte Menschheit irgendwie faul machen. Braucht er bei mir nicht einsetzen. Bin eh der faulste Mensch der Welt. Von daher. Oh, Movie. The Beginning. Ah, die ganzen Cutscenes. Die kann man auch noch wieder freispielen. Sehr nice. Monkey Fable. Ja, ja. Die Monkerella oder wie es heißt. Oh, ich glaube, es hat geklingelt. Moment. Jo, in der Tat, es hat geklingelt. Wieder eine neue Energy Drink Lieferung bekommen. Muss halt sein, ne? Muss halt sein. Nur immer in den ungünstigsten Momenten. Es ist so dumm, ey. Also, es ist 14.18 Uhr und ich wohne in einer Großstadt. Und da kommt erst jetzt die Post. Richtig blöd. Space Scan! Was ist das denn, ey? Die Dose ist doch kein richtiger Gegner. Ist doch kein richtiger Gegner für mich. Du bist ein Niemand, ein Loser. Space Scan. Was? Wie sieht denn die Garuda aus? Wäre lustig, wenn man alternative Kostüme freischalten könnte, ne? Oh, ich brauche die ganzen Sachen nicht. Sind noch schlimmer als Goldcoins, weil ich habe ja eh volle Munition aktuell. Castle Frightmare. Der Grusel-Soundtrack. Ninja Hideout. Auch nicht schlecht. The water cannon is not only good for putting out flames. It can also be used to repair damaged vehicles. Was? Man kann mit der Wasserkanone, die wir im nächsten Part bekommen werden, auch beschädigte Fahrzeuge reparieren. Wie habe ich mir das denn vorzustellen? Also das kann die Wasserkanone in Mario Sunshine auf jeden Fall nicht. Es wird übrigens sehr Mario Sunshine-like dann. Ich glaube, das Spiel ist sogar noch vor Sunshine erschienen. Wir haben angefangen mit der Wasserkanone. Secret Photo. You Beast!
Liberty Island. Ah ja, die erste Welt. Da fehlt auch noch ein Affe, aber wie gesagt, das machen wir alles. Wenn wir Backtracking anfangen. Oh, 2 Zehnermünzen. Sehr geil. Noch 10 Gewinne gemacht. A note from Spectre. Do not drive the tiger from the front door while letting the wolf get in the back. Ah, wie gesagt, diese Spectre-Notizen sind so wie die Casey-Dokumente in ASGP. Fortune, today's fortune, take a closer look at your surroundings. You'll probably notice something new. Your fortune is good today, even if you don't notice anything, don't worry. Be happy. Gut, Leute, dann machen wir jetzt hier erstmal Ende im Gelände. Weißen Affen gefangen, was willst du mehr? Alles super. 36% erst. Ja, da geht definitiv mehr. Gut, Leute, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video einfach favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.